Die Erde ist kein Ort der Ruhe. Die Erde ist kein Ort der Entspannung. Wir sind beinahe täglich diversen Schwierigkeiten ausgesetzt. Täglich erwarten uns Probleme, Sorgen und Kummer. Unser Leben ist eine Abwechslung zwischen verschiedenen Zuständen. Eine Abwechslung zwischen Freude und Trauer. Zwischen Gesundheit und Krankheit. Zwischen Reichtum und Armut. Und es kann leicht passieren, dass wir uns in dieser Welt verlieren. Dass wir verzweifeln und keinen Frieden mehr finden. Wir strengen uns an, aber finden einfach keinen Ausweg. Eines Tages saß Ibn Abbas radiallahu anhu auf einem Reittier. Er war hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und die beiden unterhielten sich. Da gab der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas folgenden Ratschlag. Hört euch das genau an, liebe Geschwister. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Mein Junge, ich will dich wichtige Worte lehren. Bewahre Allah, dann wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du um etwas bitten willst, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe brauchst, dann ersuche sie bei Allah. Merke dir, wenn alle Menschen zusammenkommen, um dir zu helfen, dann können sie dir nur in dem helfen, was Allah für dich niedergeschrieben hat. Und wenn alle Menschen zusammenkommen, um dir zu schaden, dann können sie dir nur in dem schaden, was Allah für dich niedergeschrieben hat. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Welt so erschaffen. Sie ist ein Ort der Prüfung, kein Ort der Ruhe. Und wahre Entspannung werden wir nur bei Allah subhanahu wa ta'ala finden. Denn huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Er ist es, der innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen legt. Häufig ist es so, dass wir glauben, dass wir nur dann glücklich werden, wenn wir eine gute Ehefrau haben oder einen guten Ehemann. Wenn wir gute Kinder haben oder ein schönes Haus. Wenn wir viel besitzen, wenn wir viel Ruhm ernten oder eine angesehene Position haben. Doch diese Sachen sind es nicht, die einem innere Ruhe bringen. Denn wir müssen verstehen, dass diese Sachen nichts als Zeitvertreib und Spiel sind. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala bereits jedem Lebewesen, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze, seine Versorgung bereits von Anfang an festgesetzt hat. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und es gibt kein Geschöpf auf der Erde, das in Versorgung nicht Allah oblege. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Alles ist in einer deutlichen Schrift verzeichnet. Allah subhanahu wa ta'ala hat bereits vorgeschrieben, wann du sterben wirst, was du besitzen wirst, welche Krankheiten dich treffen werden, welche Person dein Ehemann wird, welche Person deine Ehefrau wird, ob du gesunde Kinder oder kranke Kinder bekommen wirst. Und er, subhanahu wa ta'ala, prüft dich genau in diesen Sachen. Deine Aufgabe ist lediglich, dich anzustrengen, um diese Sachen zu erlangen und dich dabei immer an die Grenzen Allahs zu halten. Denn dein Vermögen wirst du am Ende bekommen, so oder so. Die Frage ist jedoch, bekommst du dein Vermögen auf erlaubtem Weg oder bekommst du es auf verbotenem Weg? Findest du deine Ehefrau auf einem erlaubten Weg oder findest du sie auf einem verbotenen Weg? Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am Ende genau dafür zur Rechenschaft ziehen. Dafür, wie du das erlangt hast, was er dir vorgeschrieben hat. Und nicht dafür, was du erlangt hast. Liebe Geschwister, es gibt viele, denen Allah im Übermaß gibt. Und häufig sind sie nicht einmal Muslime. Und es kann passieren, dass man auf diese Person mit Neid aufblickt. Dass man nicht versteht, warum Allah ausgerechnet diesen Menschen so viel gibt. Diesen Menschen, die nicht an ihn subhanahu wa ta'ala glauben. Und so erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah teilte zwischen euch euren Charakter, so wie er zwischen euch eure Versorgung teilte. Und Allah gibt das diesseits dem, den er liebt, und dem, den er nicht liebt. Doch den Glauben gibt er nur denen, die er liebt. Liebe Geschwister, ein kluger Diener ist zufrieden mit dem, was Allah ihm vorgeschrieben hat. Denn Zufriedenheit bedeutet die Akzeptanz der Verteilung Allahs, die Akzeptanz der Bestimmung Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendete hierzu immer ein sehr schönes Bittgebet. Ja Allah, gib mir Zufriedenheit in dem, was du mir gibst, und gib mir Segen in dem, was du mir gibst. Er sagte nicht: O Allah, gib mir mehr, oder O Allah, gib mir etwas anderes.
Lieber Bruder, liebe Schwester, egal in welcher Situation du gerade bist, egal was du gerade anstrebst und welche Schwierigkeiten du gerade durchmachst, egal worum du Allah subhanahu wa ta'ala gerade sehnsüchtig bittest, erinnere dich immer an die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wisse, dass das, was dich verfehlt, dich nicht treffen sollte. Und dass das, was dich trifft, dich nicht verfehlen sollte. Und wisse, dass der Sieg auf Seiten der Geduld ist. Dass Trost mit Sorge und Not mit Erleichterung einhergeht. Und vergiss niemals, du hast von Allah subhanahu wa ta'ala etwas bekommen, das mit nichts in dieser Welt aufzuwiegen ist. Er subhanahu wa ta'ala hat dir die Ehre gegeben. Er hat Iman, Glauben in dein Herz gesetzt. Das ist das Einzige, das dir inneren Frieden und Zufriedenheit bringt. Das ist das Einzige, das dir Allah gibt, wenn er dich liebt.